Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Pixel-Show Nummer 14 in diesem Fall. Wir sind schon bei Nummer 14. Auch diesmal sind wieder allerlei Neuigkeiten mit dabei, allerlei Videos, Ausblick gibt es, einen Kommentar, glaube ich, gibt es auch noch. Und natürlich sind eure Fragen dran in der Fragerunde, wie gewohnt, falls ihr das noch nicht kennt. Und das Ganze dreht sich natürlich um die PS4 bzw. um PlayStation für diejenigen, die das hier noch nicht kennen. Wir fangen gleich mal an mit den Spiele-News der Woche. Das ist ganz interessant dieses Mal, denn da haben eigentlich schon viele Leute mal nachgefragt und ich dachte auch schon, dass es tot ist. Aber Need for Speed ist da, beziehungsweise ist es zurück und es kommt wohl im Herbst raus, im Herbst 2015. Es gibt noch relativ wenig Infos, aber das, was bisher gezeigt wurde, das sieht aus wie ein Underground-Teil, ein neuer Underground-Teil. Das heißt, Nachtrennen in der Stadt, illegale Nachtrennen mit einem offenen Streckennetz scheinbar auch. Und ja, quer durch die Stadtkulisse und Porsche ist auch mit dabei. Bin ich mal gespannt, ob das noch zieht. Aber ich glaube schon, das kommt bei den Leuten gut an. Dann weiter geht's. Es kommt ein neues Doom. Also Doom 4 ist ja schon lange, lange in Entwicklung. Aber da war es ja immer, ist es ziemlich still geworden vom Hersteller, Bethesda. Und jetzt wurde ein ganz kurzes Video veröffentlicht, das ein paar Sekunden lang ist. Das zeigt nicht viel. Naja, mal sehen, wie das wird. Und dann noch zum dritten. Es gibt auf der Gamescom wird es ein Spielekonzert geben. Und zwar nicht nur eins, sondern insgesamt drei. An drei Abenden gibt es ein Spielekonzert. Auch in der Messehalle, in der Halle 11, wie ich das jetzt sehe. Und das Spielekonzert geht natürlich über, dort werden Videospiele vertont, beziehungsweise die schönsten Spielemelodien schick präsentiert mit Orchester und Band und allem. Das Ganze heißt Video Games Live und da bin ich mal gespannt, wie das ist. Tickets gibt es dann extra, die muss man sich extra kaufen und die gibt es scheinbar nur für Leute, die schon ein Ticket für die Gamescom haben. Weiter geht's mit den Neuerscheinungen der Woche. Ja, da hat sich wenig Bekanntes getan, denn, ja, wenn ihr auf dem Kanal seid, wisst ihr es schon, Witcher 3 ist natürlich rausgekommen, Wild Hunt ist kaum zu übersehen. Das ist natürlich die ganz große Neuheit der letzten Woche. Und was auch noch rausgekommen ist, das ist der Landwirtschaftssimulator 2015 für die PS4. Den wollte ich mir noch anschauen, habe ich aber noch nicht. Also das ist noch auf meiner To-Do-Liste, auf meiner übergroßen. Weiter geht's mit den Videos der Woche. Ja, diese Woche stand ganz im Zeichen von The Witcher, mal wieder, oder nicht mal wieder, logischerweise. Es gab in dieser Woche gleich zwei Let's Plays zu The Witcher. Das heißt, ihr habt insgesamt sicherlich eine Stunde Spielmaterial, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, denn das ist ein richtig geiles Rollenspiel. Mit viel Kampf und einer unglaublich guten Welt. Und als zweites, beziehungsweise als drittes, weil Witcher ist ja zweimal, zählt ja zweifach. Als drittes gab es noch ein Unboxing vom fetten Lenkrad Thrustmaster T300 RS, nämlich das Deluxe-Lenkrad für Project Cars und für Drive Club. Da gibt es eben, wie gesagt, das Unboxing und auch noch einen Check mit diesen beiden Rennspielen, wo ich mir das mal genauer angucke. Wir kommen zum Wochenausblick. Ja, ich muss langsam immer vorsichtiger werden in Sachen Wochenausblick, weil ich verspreche immer Sachen, die ich dann nicht einhalte oder die sich dann wieder verschieben. Bestes Beispiel, die Order 1886. Da werden noch zwei Let's Play-Folgen kommen und dann ist das Thema durch. Aber die sind jetzt verschoben worden, weil mir The Witcher reingekommen ist. Das heißt, nächste Woche gucke ich trotzdem, dass The Order noch kommt, Let's Play. Und natürlich geht es weiter mit Witcher 3. Da wird es auch Let's Play-Folgen geben. Da ist schon ein bisschen was aufgenommen und das wird richtig spannend. Und ein ganz großes Fragezeichen steht noch hinter Wolfenstein, die Old Blood. Das habe ich auch da. Allerdings, ja, steht es leider hinten an, muss ich ganz ehrlich sagen, weil andere Sachen mir einfach dazwischen kommen. So, wir kommen zum Kommentar der Woche. Da habe ich mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet, aber ich habe mir nur ein Stichwort aufgeschrieben, nämlich Grafik-Downgrade. Wer das ein bisschen verfolgt hat,
auf einschlägigen Webseiten oder vielleicht auch auf YouTube, der wird überall gelesen haben, oh, Witcher 3 hat ein Grafik-Downgrade bekommen. Was heißt das? Das heißt, es sieht nicht so gut aus, wie es in irgendwelchen Trailern von 2013 ausgesehen hat. Aber ihr könnt zum einen versichert sein, es sieht fantastisch aus nach wie vor. Und zum anderen, diese Trailer, die man im Jahr 2013 gezeigt hat, also diese Videos, die waren ja geschönt. Also das waren ja eigentlich hübscher gemachte Videos, wo man dachte, das wäre Spielgrafik, aber das war ein bisschen aufgepeppt. Und jetzt ist das Geschrei groß, dass das nicht ganz genau dieses Grafikniveau hält. Und ich denke mir, hey, fuck it, das ist doch egal. Hauptsache, das Spiel ist geil und die Grafik ist trotzdem geil. Also ganz unabhängig davon, ob wie das jetzt mal jemals ausgesehen hat. Und ich nehme auch an, um überhaupt da dieses Grafikniveau irgendwo zu halten, bräuchte man wahrscheinlich einen Gamer-PC, der, was weiß ich, 2.000 € kostet, falls das überhaupt möglich wäre. Aber wie gesagt, auf PS4 und so weiter, auf Konsole, habt ihr eigentlich trotzdem einfach eine gute Grafik, Downgrade hin oder her. Wir kommen zu den Fragen der Woche. Wie immer in den üblichen Kategorien, allgemein Hardware, Spiele, System und PSN. Und dazu der Hinweis wieder, stellt eure Fragen unten in den Kommentaren und dann beantworte ich die in der nächsten Folge. Stellt die Fragen immer nur in der aktuellsten Folge, die es gibt, und stellt eure Fragen bis Donnerstag, weil ich nur bis Donnerstag alles zusammenschreibe. Und dann, ja, danach kann sein, dass die Frage unter den Tisch fällt. Das ist gut möglich. Dann auch cool, dass ihr immer mit antwortet, falls es irgendwelche Fragen gibt. Finde ich gut, lese ich auch gerne mit vor, falls es dann schon Antworten gibt, weil, naja, ich bin ja auch nicht allwissend. Und das ist auch gut, wenn die Leute aus der Community ein bisschen mitmachen. So, wir fangen einfach an mit den allgemeinen Fragen und da beginnt der Ground Control. Bist ein cooler Typ, eine Roomtour wäre genial. Und der Jan sagt auch: Hey Sir Pixelot, Sir Pixelot kommt schon wieder als Anrede. Ich glaube, das setzt sich langsam durch bei euch. Der Jan sagt auf jeden Fall, kannst du eine Roomtour machen? Wäre cool. Ja, grundsätzlich ja, aber wenn ich mich hier umsehe, muss ich nochmal aufräumen, ganz ehrlich. Aber eine Roomtour ist geplant, auch auf meiner ganz, ganz großen To-Do-Liste. Die Roomtour wird auf jeden Fall kommen. Da will ich euch hier ein bisschen rumführen und ein bisschen die Spiele zeigen. Und ja, hier das Ganze, wie das Setup hier aussieht natürlich. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen. Vielleicht habe ich da jetzt dann mal mehr Zeit. Mal gucken. So, weiter geht's. Oh je, oh je, wie spreche ich denn das aus? Der Key VKT. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen wurde, aber egal. Hallöchen, Popöchen, Pixel. Wie findest du, dass in Europa die PS4 und Xbox One bald teurer gemacht wird wegen den Öko-Richtlinien? PS, ich habe hier noch keine Kiste, kenne mich dank dir aber schon besser aus als ein paar, die eine neue Kiste haben. Ah, das war cool. Cooler, du bist ein cooler YouTuber, mach weiter so. Ja, vielen Dank dazu. Von diesen Öko-Richtlinien habe ich noch wenig gehört. Ich nehme an, dass wahrscheinlich wieder irgendeine Abgabe sein, da für Elektrogeräte kommen wird. Kann schon sein, keine Ahnung. Ich glaube ganz ehrlich, dass die nicht teurer werden, auf gar keinen Fall. Microsoft zum Beispiel mit ihrer Xbox, die können sich gar nicht leisten, dass die Xbox teurer wird. Die verkauft sich eh schon schlecht, deswegen wird die eher billiger. Und als Gerücht habe ich gehört, die PS4 wird vielleicht ein bisschen billiger. Da gibt es Neuigkeiten erst auf der E3, aber das ist eher so ein Gerücht. Also es könnte sein, dass die eher billiger wird. Und falls es dort irgendwelche Öko-Gebühren gibt, dann wird das der Hersteller übernehmen und nicht an den Kunden weitergeben. Ist zumindest mal meine Meinung. Der Kudo, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn ich in Deutschland einen Saturn-Gutschein habe, geht der dann auch im Ausland? Ich denke nicht, nee. Einen Saturn-Gutschein meinst du wirklich vom Saturn oder meinst du einen PSN-Gutschein aus dem Saturn? Das wäre noch wichtig zu wissen. Aber ich nehme an, also wenn es nur vom Saturn ist, ein Gutschein, dann wird der nur in Filialen in Deutschland gehen. Aber dasselbe gilt auch für die PSN-Gutscheine, die PSN-Guthabenkarten. Die gehen auch nur in Deutschland, wenn du die in Deutschland kaufst. Der Jan kommt als nächstes dran. Hi, Sir Pixelot. Ich habe im PSN gesehen, dass du The Witcher 3 hast. Ja, das ist korrekt. Und ich wollte mal fragen, ob du zeigen kannst, was alles in der Standard-Edition drin ist. Viele Grüße. PS, bist ein super YouTuber. Ja, danke schön. Ich kann dir das gerade nicht zeigen. Ich habe es gerade gar nicht da, das Zeug. Aber, haha, das habe ich noch gar nicht angekündigt.
Ich werde auf, es gibt, es wird ein Unboxing-Video dazu geben. Allerdings muss ich euch sagen, das wird von der Xbox One-Version sein. Die ist aber inhaltsgleich, das ist egal. Der Grund ist einfach deswegen, dass ich meins schon aufgerissen habe und ich reiße jetzt die Xbox One-Version von einem Kumpel auf. Einfach weil ich's kann. So. Weiter geht's mit dem Sketten-HD. Hallo Pixel, wie immer tolles Video. Hier ist meine Frage. Du hast in deinem letzten Video nicht erwähnt, dass du das Video mit dem. Was? Dass du das Video mit dem Controller machst. Heißt das, dass du das Video nicht machst? Ich weiß schon, du meinst das Controller-Upgrade, wo man den Akku austauscht und die Sticks und vielleicht noch die Schultertasten ein bisschen fettet. Das kommt schon noch. Das habe ich bloß nicht erwähnt. Und zum Beweis, ich habe schon Controllerkappen bestellt, die sind schon hier. Und ich habe ja auch schon einen Ersatzakku bestellt, der ist hier drin. Das kommt, also das Zeug ist schon mal da. Ich muss es dann eigentlich nur noch aufnehmen, beziehungsweise bearbeiten, das Ganze. Aber das ist ja eben eines der aufwendigeren Videos, deshalb schiebe ich das immer leider. Und zum Thema Videos, die ich plane. Ich schaue mal extra für dich mal in meine Liste rein. Ich habe nämlich eine riesige Liste an, was ich machen will an Videos. Und das sind, ich sage jetzt mal, bei Service-Videos, das heißt so Videos, wie funktioniert irgendwas. Da habe ich bestimmt 10 Stück drin ungefähr, Videos, die ich plane. Dann Gameplay-Videos, das sind 5 neue Gameplays zu verschiedenen Spielen, die ich auch noch plane. Dann will ich auch nochmal 5. Zähle ich 5 verschiedene Top-10-Videos machen. Das ist das Aufwendigste, das kann ich gleich sagen. Und dann habe ich noch ein paar in meiner Liste, die als nächstes kommen. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videos habe ich in Planung, die ich noch gar nicht. Ich will doch das noch gar nicht ankündigen. Ich sage nur, das ist in Planung und das Planen. Damit will ich, das will ich irgendwann in Angriff nehmen. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil sonst verspreche ich bloß wieder irgendwas und dann kommt es nicht. Beziehungsweise es kommt schon, aber es dauert einfach, bis es kommt. Weiter geht's beim Dennis. Hi Pixel. Erstens, kannst du mir sagen, warum Konsolenspiele immer teurer sind als PC-Spiele? Und zweitens, welche Spiele freust du dich am meisten, die noch dieses Jahr kommen? Das Komische ist, die Spiele, auf die ich mich am meisten gefreut habe dieses Jahr, die sind gerade rausgekommen. Das ist zum einen Project Cars und zum zweiten ist das The Witcher 3. Und deswegen bin ich aktuell völlig glücklich mit PS4 und kann schön zocken. Ich denke mal, Black Ops 3, darauf werde ich mich noch freuen. Und ansonsten warte ich jetzt noch die E3 ab, die im Juni ist. Da wird bestimmt noch viel angekündigt werden. Und zu deiner ersten Frage. Warum Konsolenspiele teurer sind als PC-Spiele, das hat sehr viele Gründe. Der erste Grund ist, eine Spieleentwicklung auf Konsole ist grundsätzlich teurer als auf PC. Also es ist einfach auf dem PC ein Spiel zu entwickeln als auf Konsole. Eben weil die Programmierer sich und die Entwickler sich in die Hardware einarbeiten müssen und das Ganze optimieren müssen direkt auf diese Hardware. Gut, das heißt bei PC auch, aber bei Konsole ist es wohl ein bisschen noch aufwendiger. Das zweite ist Lizenzgebühr. Natürlich will Sony und Microsoft natürlich ein bisschen ihren Anteil haben und die prüfen auch diese Spiele. Das heißt, dass da auch nichts Widerrechtliches drin ist. Und das, glaube ich, kostet auch noch. Ich glaube auch, dass die Produktion der Blu-rays ist wahrscheinlich auch direkt bei Sony bzw. bei Microsoft. Das heißt, das kostet auch nochmal den Entwickler was. Und letzten Endes will der Vertrieb und der Verkauf auch noch einen Anteil dran haben und letztlich unterm Strich ist einfach ein Konsolenspiel dann teurer als ein PC-Spiel. Eigentlich, das Komische ist ja, bei einem Download-Spiel müsste ein bisschen billiger sein als ein Spiel aus dem Laden, aber das ist aktuell auch nicht der Fall. Ja, letztlich können sie es auch verlangen, weil die Leute bereit sind, das zu zahlen. So, wir kommen zu den Hardware-Fragen und damit noch einen kurzen Schluck. Und damit kommen wir zum Anton. Hey Pixel, ich habe soeben die Xbox One Sticks in meinen Controller eingebaut. Yeah, der Grip ist wirklich genial und man hat dadurch, man hat dadurch, dass sie ein bisschen höher sind, auch mehr Präzision. Ich kann dir und die anderen, die das gleiche Problem haben, diese Variante nur empfehlen. Das ist toll, das habe ich ja gerade angesprochen. Hier, die Sticks sind ja schon da. Ich muss sie nur noch, sie müssen nur noch eingebaut werden. Und das Lustige ist, du sagst das ja schon, die Sticks von der Xbox One, das sind auch die hier, die passen in PS4-Controller auch rein. Da bin ich mal richtig gespannt. Dann weiter geht's von Imstil PK.
Hi Pixel, ich möchte mir in möglichst in nächster Zeit eine PS4 holen. Das weiße Design hat es mir angetan, doch ich weiß nicht, ob es auch einen weißen Standfuß von Sony gibt. Hinlegen könnte ich sie aus Platzgründen leider nicht. Wäre nett, wenn du mir sagen könntest, ob es sowas gibt und wenn nicht, welche Alternative ich hätte. Im Notfall würde ich auch bei einem Dritthersteller kaufen. Ich gucke mal nochmal schnell nach, aber soweit ich weiß, es gibt einen weißen Standfuß für die PS4 und zwar auch einen offiziellen. Also wenn du einfach nach Standfuß weiß bei Amazon zum Beispiel guckst, dann findest du, ja, das ist gleich, Moment, das ist eigentlich einer. Da gibt es viele nicht offizielle. Aber irgendwo, ich hatte da schon mal einen in Weiß gesehen, vielleicht war der auch limitiert, aber der war wirklich offiziell von Sony, der hat auch 20 € gekostet oder knapp 20 €, genauso wie der schwarze Standfuß. Komisch, dass ich ihn jetzt nicht mehr finde, aber letztlich, ich dachte schon, dass ich ihn irgendwo gesehen hätte. Du kannst natürlich auch einen vom Dritthersteller nehmen. Die sind allerdings an sich einfach nicht so schön, finde ich, weil der von Sony ist natürlich am besten designt. Auch weil er noch so ganz leichte kleine Lüftungsschlitze drin hat für noch eine passive Kühlung, was jetzt vielleicht nicht ganz so entscheidend ist, weil wichtig ist, dass die Kiste hier nach hinten sich lüften kann. Nach unten nicht ganz so wichtig, aber du kannst natürlich auch eine weiße PS4 kaufen und einen schwarzen Standfuß. Ich finde, glaube ich, das würde auch sehr, sehr geil aussehen. Naja, aber wie gesagt, eigentlich müsste es geben. Weiter geht's mit Ground Control, oder? Ja, mit Ground Control, tatsächlich. Sir Pixelot, ja. Lohnt sich ein Jailbreak deiner Meinung nach? Und soll ich die PS4 hochkant aufstellen? Ach, das war vorhin die Frage auch noch mit hochkant oder quer. Hochkant aufstellen oder liegen lassen? Und in welcher Position wird die PS4 am besten belüftet? Und lohnt es sich, einen vertikalen Standfuß zu kaufen? Haben wir die Frage schon wieder. Um die Lüftung zu verbessern, okay. Oder wird die gar nicht besser? Oder wird die genauso gut durchbelüftet wie ohne Fußstand? Also, ja, das sind viele Fragen. Wir fangen jetzt erstmal mit Hochkant oder liegend an. Es ist egal. Ihr könnt hochkant oder quer hinlegen. Die PS4 ist völlig egal. Es ist nur, falls ihr mal ein bisschen Problem habt mit dem Laufwerk, das haben wir nachher, glaube ich, auch noch als Frage. Versucht mal dann eben die PS4 hinzulegen bzw. aufzustellen, je nachdem, was ihr nicht macht. Aber grundsätzlich ist es egal. Wenn ihr sie hinstellt, ist es besser, einen vertikalen Fuß zu nehmen, deswegen, weil sie dann nicht so schnell umkippt. Weil der verleiht einfach mehr Stabilität. Ich habe die PS4 anfangs auch ohne Standfuß benutzt, ist genauso gegangen, war überhaupt kein Problem. Allerdings, sie ist ein bisschen labiler und deswegen ist ein Standfuß schon nett. Insbesondere, wie gesagt, der hat Lüftungsschlitze noch drin, zur Sicherheit. Ja, und lohnt sich ein Jailbreak, deiner Meinung nach, war noch die andere Frage. Nein, auf gar keinen Fall, ganz ehrlich. Du kannst vielleicht, also ich weiß gar nicht, wie weit es Jailbreaks schon auf der PS4 gibt und welche Funktionen die haben. Aber solltest du online gehen und Sony kriegt das mit, dass du einen Jailbreak hast, die werden dich garantiert sperren. Garantiert. Und vielleicht kannst du deinen Account gar nicht mehr benutzen online und dann sind auch deine Trophäen weg und alles. Und das alles, dieses Risiko würde ich niemals eingehen. Das würde ich maximal bei einer Konsole machen, die nur offline ist. Aber selbst dann würde ich mir das noch überlegen. Wobei, gut, bei Offline ist es schon egal, aber ich habe zum Beispiel meine Wii auch gejailbreakt und kann dort Homebrew-Software laufen lassen, aber das nur, weil die offline läuft. Sobald eine Konsole online ist, ist mir das Ganze viel zu heikel, beziehungsweise würde ich es niemals wagen. So, der Fatlint. Gibt es eine Möglichkeit, um zum Beispiel das Logitech G27 auf der PS4 zu benutzen? Ich habe einen Stick auf Amazon gesehen, jedoch braucht man einen Laptop oder PC dazu. Kennst du eine bessere Alternative? Ja, da gibt es noch eine ganze Unterhaltung unter diesem Kommentar beim letzten Mal. Und letztendlich geht es darum, dass es einen USB-Stick-Adapter-Stick gibt, der heißt Chronos Max. Und damit, das ist praktisch ein Adapter, mit dem ihr praktisch einen anderen Controller an eure PS4 anstecken könnt. Das Ding ist mir auch neu, hatte ich vorher noch nie gehört von diesem Chronos Max. Auf jeden Fall soll es damit möglich sein, dass man verschiedene Geräte, wie zum Beispiel auch einen Xbox-Controller an die PS4 anschließen kann. Ich habe das noch nie ausprobiert, ganz ehrlich. Teilweise soll das wohl auch laufen, aber zum einen, das Ding kostet 8.
Ne, 75 Euro, das ist ganz schön teuer. Das ist natürlich immer noch ein Risiko. Und das zweite Risiko ist natürlich, es könnte natürlich irgendwann ein Systemupdate kommen auf der PS4 und plötzlich geht dieser Adapter gar nicht mehr und dann könnt ihr ihn wegwerfen. Das wäre natürlich schade. Und was ich auch sagen kann zum G27, das könnte sein, dass es funktioniert, aber was sicherlich nicht funktioniert, das ist das Force Feedback vom Lenkrad. Und das ist eigentlich das Wichtige an einem Lenkrad, dass du die Vibrations- und die Rüttel-Effekte an deinem Lenkrad hast. Und das hast du bestimmt nicht mit diesem Adapter. Würde ich mal sagen. Leider. So, Mr. Copy X, mal wieder. Den kenne ich doch. Ist das schlimm, wenn ich aus Versehen mit dem Ladekabel vom Kon was? Das Ladekabel vom Controller gezogen habe, dann ist die PS4 ein bisschen nach vorne gerutscht und jetzt habe ich das Gefühl, dass es lockerer ist, wenn man das ansteckt. Aha, aber auf der zweiten Seite ist es ein bisschen stabiler. Ah, du meinst die beiden Ports. Der eine USB-Port ist vielleicht ein bisschen loser als der andere jetzt. Also ich muss sagen, mir ist das auch schon passiert. Ich bin auch schon mal über das Ladekabel gestolpert, während der Controller an der PS4 angeschlossen war. Die PS4 ist ein bisschen rumgewankt. Ich habe allerdings absolut keinen Schaden davon getragen. Was eben sein kann, ist, dass dein USB-Port ein bisschen wackeliger ist als vorher, weil er nicht, vielleicht nicht mehr ganz fest auf der Platine mit drauf sitzt, wenn das richtig so krass gezogen wurde. Aber solange funktioniert, ist es eigentlich alles in Ordnung. Der Daniel, sind die Kopfhörer, die man von der PS4 mitgeliefert bekommt, zu gebrauchen? Und kann man diese auch im Teamspeak verwenden? Das ist eine gute Frage, ob man die im Teamspeak verwenden kann. Ich glaube schon. Also zu gebrauchen, das sind ja nur diese Ohrhörer. Ich habe das jetzt gar nicht hier. Wo habe ich den denn hin? Habe ich den weggeworfen? Nee, hoffentlich nicht. Auf jeden Fall ist er nur so ein Ohrhörer und ein kleines Mikrofon am Kabel. Und man kann schon benutzen. Die Qualität ist eher so lala. Es funktioniert aber. Und da das ja ein ganz normales mit Klinkenkabel ist, Mikrofon, müsste es auch im Teamspeak ganz normal funktionieren, auch am PC. Der Plakic, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen richtig ausspreche. Ansonsten kannst du mich gerne nochmal ermahnen, dass ich es richtig ausspreche. Mr. Pixel, wie kann man Kopfhörer an der PS4 einstellen, dass man alles übers Headset hört? Also nicht übers TV. Ah, alles klar. Genau, und Philipp Hayes hat schon die richtige Antwort parat. Du musst die PlayStation-Taste lange halten und in die Audioeinstellungen gehen. Genau, und dann eben den Ton auf Chat oder auf alles einstellen. Und Ground Control hat es auch schon auf die Reihe bekommen, aber ich zeige es jetzt trotzdem nochmal für alle, die es noch nicht wissen. Wenn ihr jetzt ein Mikrofon habt, eben mit Klinkenkabel, ich mache das jetzt einfach nur mit Klinkenkabel, das ist egal, ob per Klinke oder per USB. Und ihr schließt euer Mikrofon an, also in dem Fall ein Headset. Dann kommt die Meldung. Und wenn ihr dann lange auf euren PlayStation-Button geht, gibt es ja hier den Ton und Geräte anpassen. Und da könnt ihr einstellen, hier auch was über den Kopfhörer kommen soll. Eben nur Chat-Audio oder gesamtes Audio. Das könnt ihr euch eben aussuchen da. So, außerdem könnt ihr noch die Lautstärke regeln und den Mix, Audio-Mix anpassen, aber nur wenn ihr in der Party seid. So. Weiter geht's mit DJ Gio, ich weiß es nicht. Nee, DJ Gio B. DJ Gio B. Heute habe ich wirklich mal richtige Schwierigkeiten mit euren Namen. Hi Pixel, erstmal danke für die Antworten auf meine Fragen. Toller Channel, macht weiter so. Ja, das mache ich. Ja, meine Rechtschreibung bei der letzten Frage hat sehr stark nachgelassen, ja. Deswegen achte ich hier mehr drauf, bevor du deinen roten Stift rausholst. Ja, da habe ich eine gute Nachricht. Ich habe heute gibt es keinen roten Stift, obwohl er schon hier liegt. Ein bisschen verführerisch schon, aber ich habe jetzt keine wirklich üble Frage bekommen, wo ich gar nicht weiß, was gemeint ist. So, wenn mein Controller kaputt geht und ich mir einen neuen kaufe und den anmelde, so sind nicht mehr meine Trophies weg, die ich mit meinem anderen Controller erspielt habe, oder? Denke nicht, aber Fragen kostet nichts. Ah, okay. Finde diese Controllerzuweisung echt komisch. Warum Sony macht das Sony? Hat das einen bestimmten Grund? Und bisher habe ich nur die Xbox gehabt, als das so da, und da kenne ich sowas nicht. Okay, jetzt. Gut, also muss ich sagen, deine Rechtschreibung ist okay, aber du hättest. Das ist noch steigerungsfähig. Also, aber grundsätzlich ist es so, es ist egal, was für einen Controller du benutzt.
Deine Trophies bleiben natürlich, also dein, und dein Profil, also weil die, deine Trophäen sind natürlich an dein Profil gekoppelt und das Profil bleibt ja da. Und wenn du dich mit einem neuen Controller einloggst, das mache ich jetzt hier mal, dann fragt er sofort, welcher Spieler oder welches Profil das jetzt diesen Controller benutzt. Und dann nimmst du einfach natürlich dein normales Profil. Und das heißt, der hat jetzt die Kontrolle, der Controller, über das Profil und nicht mehr der andere. Aber naja, das ist halt einfach so. Der Nikolaus. Hallo Pixel, ich habe ein folgendes Problem. Mein Fernseher nimmt meine PS4 nicht über HDMI. Daher wollte ich über meinen Asus Laptop spielen, weil er ja einen HDMI-Eingang hat. Kann ich jetzt darauf spielen oder geht es nicht? Nein, also da haben manche Leute schon geschrieben, aber ich denke, das geht nicht, weil ich glaube nicht, dass das ein HDMI-Eingang ist, sondern ein HDMI-Ausgang, eben so wie zum Beispiel an der PS4. Das heißt, du kannst an deinen Laptop einen externen Monitor anschließen, aber du kannst kein Gerät, kein HDMI-Gerät wie die PS4 an dein Laptop anschließen, damit das als Bildschirmfunk funktioniert. Das wird nicht gehen. Kevin, sorry Pixel Connect, dass ich schon wieder eine Frage habe. Ja, das ist ja, das ist überhaupt kein Problem. Dafür ist ja die Fragerunde ja auch da. Kann man die PS4 nur über den Controller ausschalten? Denn wenn ich auf den Ausschaltknopf drücke, geht es nur in den Ruhemodus. Kann man da was in den Einstellungen ändern? So, ja, es stimmt. Wenn du kurz hier drauf drückst, dann geht die PS4 in Ruhemodus und dann wird das hier orange, das Licht. So, du kannst die PS4 aber ganz einfach ausschalten, indem du hier länger drauf bleibst, bis sie ein zweites Mal piepst und dann wird sie wirklich komplett ausgeschaltet. Das heißt, du brauchst den Controller gar nicht. Dasselbe ist, wenn die PS4 im Ruhemodus ist, also orange ist, und du bleibst lange auf dem Ausschaltknopf drauf, bis sie eben auch zweimal piepst, dann wird sie auch ausgeschaltet, ohne dass du einen Controller brauchst. Und dann musst du eigentlich sonst nichts einstellen. Der Schlürfer33, Hi Pixel, ich habe eine 100K-Leitung von Unity Media und einen, was, und habe den Router mit LAN-Kabel angeschlossen. Mein Problem ist jedoch, dass das Starten einer Party oder Spielebegegnungen nicht angezeigt werden bzw. nicht funktionieren. Habe ja auch meinen Computer mit LAN-Kabel angeschlossen und da spüre ich die 100K-Leitung bei der PS4 jedoch nicht. Was kann ich tun? Okay, also 100K-Leitung ist ja schon mal sehr gut. Ich nehme an, du meinst eine 100-Mbit-Leitung. Und LAN-Kabel ist natürlich auch optimal. Besser geht's eigentlich nicht. Was jetzt sein kann, ist zum einen, das PSN ist langsamer als dein WLAN, als dein Netzwerk und deine Internetanbindung. Das ist öfters, wenn es zum Beispiel am Wochenende ist das PSN echt gebremst. Da habe ich auch eine ziemlich langsame Leitung. Das liegt aber am PSN, nicht an dir. Dass das Starten einer Party nicht geht, beziehungsweise nicht angezeigt wird, kann natürlich einfach daran liegen, dass du es ausgestellt hast, weil da kannst du es ja bei Mitteilungen einstellen. Eben bei Einstellungen, Mitteilungen und da kannst du genau angeben, was du sehen willst. Zum Beispiel eben, dass du Einladungen siehst oder wenn Freunde einer Party beitreten oder irgendwelche Aktivitäten. Ich habe das jetzt hier ausgeschaltet, einfach deswegen, sonst kommen hier vielleicht dauernd Einblendungen, die ich jetzt hier nicht haben will. Genauso Spielbenachrichtigungen, Downloads, Uploads, kannst du eigentlich alles aktivieren bzw. gucken, was du wirklich haben willst. Und dann solltest du es auch sehen. Was noch nicht geht, ist, wenn Leute online gehen, also wenn einer von euren Freunden online geht oder offline geht. Das ging bei der PS3, das gibt es das bei der PS4 noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Weiter geht's mit dem Wolfgang. My Lord von Pixel. Leute, ihr seid echt verrückt, es werden immer absurdere Anreden hier. My Lord von Pixel, verfolge deine Fragestunde schon seit Anbeginn. Ist sehr gut, unterhaltsam und informativ. Weitermachen. Jawohl, dann mache ich das. So, jetzt zu meiner Frage. Ich bekomme es nicht hin, den PS4-Controller mit der PS3 zu verbinden. PS3 ist auf dem neuesten Stand und habe den PS4-Controller per USB verbunden. Nichts passiert. Was mache ich falsch? Zu der Frage würde ich sagen, du musst erstmal den PS4-Controller per USB anschließen. Allerdings bei ausgeschalteter PS3. Das heißt, du schließt erstmal an und dann schaltest du dir erst die PS3 an. Das kann sein, dass es funktioniert. Sollte es auch nicht funktionieren, würde ich mal ein anderes USB-Kabel nehmen, aber eigentlich soll es ganz normal funktionieren damit. Es würde dann sogar gehen, wenn du das per Bluetooth benutzt. Allerdings musst du es vorher, glaube ich, per USB erstmal anschließen.
So, dann zu deiner zweiten Frage. Gehen alle PS3-Spiele mit dem PS4-Controller? Wenn nicht, weißt du, wo es eventuell eine Liste gibt? Also ich wüsste jetzt nicht, welche PS3-Spiele nicht funktionieren. Eigentlich sollten alle gehen. Ich weiß jetzt nicht, wo es eine Liste gibt. Es kann sein, dass ein paar Spiele inkompatibel sind, aber spontan wüsste ich jetzt nichts. Was an deinem PS3, an der PS3 nicht funktioniert, ist das Touchpad. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube auch die Rumble-Funktion, also die Vibration, die funktioniert, glaube ich, auch nicht bei der PS3. Es sei denn, das wurde schon gepatcht. Aber zuletzt war das zumindest so. So, und dann kommen wir zu deiner dritten Frage. Was denkst du persönlich über die Zukunft der PlayStation Vita? Kommt da noch was oder ist sie sozusagen an dem zu wenig gute Spiele-Syndrom gescheitert? Ich glaube, dass auf der Vita wird es nichts Großes mehr geben. Es kommen wahrscheinlich noch ein paar Spiele raus, das auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich, dass da nochmal eine Software-Explosion gibt. Ich würde sagen, falls du dir überlegst, eine Vita zu kaufen, schau, dass sie irgendwo billig zu haben ist, weil es gibt schon viele gute Spiele, aber es gibt wohl kaum noch gute neue Spiele mehr. Deswegen ist es eher so ein bisschen schon Restposten, das stimmt. So, und zu guter Letzt grüße ich Rebecca. Okay, also folgendes. Okay, bei dir mache ich jetzt eine Ausnahme. Normalerweise grüße ich jetzt keine Leute mehr hier, weil das ist albern und irgendwann nimmt das vielleicht überhand. Aber Rebecca ist scheinbar deine Verlobte und deswegen mache ich es trotzdem. So. Der Fatlins, wie immer, super Folge. Wirst du dir den Thrustmaster TH8A Shifter kaufen? Also damit meinst du diese Gangschaltung, die gibt es extern für das T300 RS oder überhaupt für die neuesten Thrustmaster Lenkräder. Werde ich mir nicht kaufen und zwar deswegen, weil ich hatte schon mal ein Lenkrad mit externer Schaltung und das ist zwar ein geiles Gefühl irgendwie, also hat noch mehr Rennatmosphäre, aber du bist mit so einer Gangschaltung immer langsamer als mit Schaltwippen am Lenkrad und deswegen werde ich mir das Ding nicht kaufen. Weiter geht's. Filler spielt. Ist die weiße PS4 leiser, weil sie ja weiß ist und deswegen nicht so anfällig gegenüber Wärme ist? Haha, das ist ein interessanter Gedankengang, aber allerdings ist ja falsch. Denn schwarz, also weiß ist nicht so anfällig gegen Strahlungswärme wie schwarz. Aber das ist ja an sich nur, die heizt aber trotzdem genauso auf im Inneren wie eine schwarze PS4, deshalb ist sie nicht leiser, das ist exakt genau dasselbe. Der Gigantix. Hallo, Sir Pixelot. Ich habe mir jetzt eine Kiste bestellt, wollte dich mal fragen, ob da ein PS Plus Code dabei ist und ob es im PS Store die App Amazon Prime Instant Video gibt. Hoffe, du nimmst mich dran. Mach weiter so. Also, erstens, wenn du dir eine Kiste bestellst, dann ist da kein PS Plus dabei. Du kannst, wenn du das noch nie hattest, du kannst 14 Tage gratis das probieren. Das gibt es im PlayStation Store. Also wenn du dann in den PlayStation Store gehst, kannst du da ein Gratis-Abo machen. Aber dazu brauchst du eine Kreditkarte. Das ist zwingend. Und wenn du das abschließt, dann musst du aufpassen, weil das dann automatisch verlängert wird. Und zwar kostenpflichtig. Das heißt, du kriegst 14 Tage gratis und danach verlängert sich's. Und das kostet aber gleichzeitig was. Aber das kannst du allerdings abschalten. Das geht. Es gibt aber sonst, ja, aber wie gesagt, eine Kreditkarte ist da zwingend. Und jetzt muss ich mich hier mal gucken, ob mir das angezeigt wird. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich unter PlayStation Plus gehe. Das sind jetzt auch mal wieder tolle Ladezeiten. Ja, wir hatten ja das Thema gerade, PlayStation Network. Und aktuell ist es Freitagnachmittag und ja, hier passiert mal wieder wenig. So, Mitglied werden. Und es ist nichts zu sehen. Nee, letzten Endes wird es aber normalerweise angezeigt, dass es hier ein 14-Tage-Gratis-Ding gibt. Ich glaube, die Aktion läuft noch. So, dann. Und gibt es im PlayStation Store die Amazon Prime Instant Video? Ja, das gibt's. Dazu musst du gar nicht in den Store gehen. Gehst du nur in den Menüpunkt TV und Video. Und da findest du eigentlich schon die üblichen Streaming-Apps. Und ich benutze das auch ständig, Amazon Instant Video. Funktioniert wunderbar. So, weiter geht's mit Ursula. Hi Pixie.
Wieder mal ein geiles Video. Hier meine Frage: Mit was nimmst du auf, dass du Videos mit einer Stunde machen kannst? Mit was nehme ich auf? Ja, ich nehme hier mit meinem Capture-Gerät, mit einer Avamedia Live Gamer Portable auf. Das Bild von der PlayStation. Und hier nehme ich das Bild von iPhone auf, einfach. Ich nehme an, deine Frage bezieht sich darauf, dass du es mit Share Factory vielleicht aufnehmen willst. Mit Share Factory kannst du ja nur Videos machen, die eine Viertelstunde lang sind. Aber letzten Endes brauchst du einiges an Festplattenspeicher, einfach deswegen, weil sich da einige Gigabyte dann stapeln werden, Videomaterial. Der Mohammed. Hallo, bei meiner PS4 geht die CD immer raus, ohne dass ich was mache. Aber wenn ich das Stromkabel rausnehme und wieder anstecke, ist alles wieder gut. Wenn ich dann die PS4 ausmache und dann wieder anmache, ohne dass ich das Stromkabel rausgenommen habe, geht die CD kurze Zeit später von alleine raus. Auch wenn die CD draußen ist, dreht sich das Laufwerk immer weiter. Oh, soll ich die lieber zurückgeben, weil ich noch Garantie drauf habe? Okay. Ja, das sieht mir aus, als würde dein Laufwerk nicht mehr so im guten Zustand sein. Es kann passieren, dass zwischendurch die Disk rauskommt aus der PS4, ohne dass du was machst. Das hatte ich auch schon. Das ist fast ja nicht normal, aber das kommt vor. Wenn das immer passiert, ist es komisch. Und was auch komisch ist, wenn sich das Laufwerk immer weiter dreht, obwohl die CD draußen ist. Das ist auch komisch. Normalerweise schiebt der Motor ja die Disk raus und der Motor läuft noch ein bisschen weiter, auch wenn die Disk schon raus ist. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Das ist auch normal. Aber wenn das immer weiterläuft, immer weiter, dann würde ich sagen, ist dein Laufwerk so langsam defekt. Und solange du Garantie hast, würde ich sie fast umtauschen in dem Fall. Weil angenommen, du hast das Problem verschärft sich und du hast keine Garantie mehr, dann stehst du blöd da. So, Datrox mal wieder. Hey, keiner meiner Freunde spielt auf PS4, sondern auf PC. Ich weiß gar nicht mehr, was ich auf der PS4 spielen soll. Habe meine PS3 verkauft für 100 € und dann für 400 € die PS4 gekauft mit FIFA, GTA, Battlefield und so weiter. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei der Sache, weil überall, wo ich bin, ist ein Gaming-PC besser als eine PS4. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich auch noch einen 400-Euro-Fernseher extra für die PS4 bekommen habe. Was soll ich machen? Bitte hilf mir. Ja. Das Problem, okay, du hast schon recht. Eigentlich, rein technisch, ist ein Gaming-PC besser als eine PS4. Das heißt, dass ein Spiel wie GTA oder Witcher tatsächlich auf einem Gaming-PC besser aussieht. Allerdings, du brauchst auch einen Gaming-PC, der entsprechend teuer ist. Das heißt, du brauchst vielleicht einen 1000-Euro-Rechner. Und dann sieht das auch besser aus als auf der PS4, die ja nur 400 € kostet. Auf einem PC, mit der 400 € kostet, wirst du nie, oder behaupte ich mal, nie so eine durchweg gute Grafik haben wir auf der PS4. Aber letzten Endes ist der PC schon eine verdammt gute Plattform, muss ich fast sagen. Der hat sich auch in den letzten Jahren deutlich verbessert. Das war nämlich früher auch früher nicht so ausgereift, würde ich mal sagen. Weil man kann auf PC jetzt auch Gamepads benutzen oder Maus und Tastatur. Und das Ganze ist auch relativ stabil inzwischen. Aber letzten Endes gibt es auf PS4 eben ein paar Exklusivtitel, die du sonst nirgends hast, zum Beispiel Last of Us. Das wirst du niemals auf dem PC haben. Oder Killzone, sagen wir mal. Und deswegen, und auch wegen dem günstigen Preis, und weil es eben geile Spiele gibt für diesen günstigen Preis, deshalb ist eigentlich die PS4 da und macht auch Sinn. So, ich weiß nicht, ob dir das jetzt wirklich hilft, aber das ist zumindest meine Meinung dazu. Wir kommen zu den Games-Fragen auf jeden Fall. Und damit mit zu Leons. Leons? Vielleicht auch. Gibt es, beziehungsweise wird es ein Ratchet und Clank auf der PS4 geben? Ja, das soll eins kommen. Die Entwickler haben schon was angekündigt, dass dieses Jahr wohl ein neues Ratchet und Clank kommen wird. Bin mal gespannt. Der Mustafa, hallo Pixel, meine Frage: Wenn ich ein Spiel gekauft habe und es noch nicht runtergeladen habe, verbraucht es trotzdem meinen Speicher? Nein, es braucht keinen Speicher. Solange du es gekauft hast, ist nur vermerkt in deinem Profil, dass du das schon besitzt. Allerdings ist es noch im PSN und ist nicht auf deiner Festplatte, deswegen verbraucht es keinen Speicher. Weiter geht's mit Fatlint mal wieder. Das ist die allerletzte Frage. Wann glaubst du, wird ein neues Need for Speed rauskommen? Yeah, ich hoffe, du hast den Anfang von diesem Video nicht verpasst. Und wie gesagt, Need for Speed ist es, glaube ich, für Herbst 2015 angekündigt. Lassen wir uns mal überraschen, ob das kommt und gut wird. Tom Gamer TV, lohnt sich
Project Cars für den PC zu kaufen. Das ist ein bisschen so wie die vorige Frage mit Gamer-PC. Wenn du einen guten Gamer-PC hast, würde ich sagen, ist Project Cars auf PC tatsächlich schöner und ausgereifter. Und du kannst auch tatsächlich noch mehr Lenkräder benutzen als auf der PS4. Wenn du das hast dazu, wenn du die so ein Gaming-PC hast, weil auf der die Optik kann dann ein Stück besser, weit besser tatsächlich noch aussehen auf dem PC. Weiter geht's mit Hanno. Hallo Pixel, bist ein echt geiler YouTuber. Freue mich auf Samstag. Das ist schön. Wirst du Landwirtschaftssimulator 2015 auf der PS4 Let's Playen? Wäre geil, weil ich es auch haben möchte. Und wirst du eine Roomtour machen? Wäre sehr geil. Du bist schon der Dritte, der jetzt bei dieser Ausgabe nach der Roomtour fragt. Ich sehe schon, das wird langsam akut. Ich muss mich da mal auf meinen Hintern setzen und mich da dran machen an die Roomtour. Landwirtschaftssimulator plane ich schon. Zumindest ein Gameplay-Video, also so ein umfassendes, hoffe ich, wo ich euch das Spiel ein bisschen zeige. Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich hoffe, ich hab's dann mal und schieb das an einfach mal nach. Der Flo, hallo Mr. Pixel, ich habe eine Frage. Könntest du ein Gameplay-Video von dem Landwirtschaftssimulator machen? Gerade haben wir das Thema gehabt. Okay, eure beiden Fragen, also von Hanno und Flo, hätte ich zusammen kopieren sollen. Sehe ich schon. Okay, ich sehe schon, Landwirtschaftssimulator, der ist auch wohl recht beliebt. Ja, irgendwie habe ich da fast auch ein bisschen Lust drauf, ein bisschen die Felder zu beackern. So, und dann kommt noch mal was von dir. Hä, Moment, habe ich dich vorhin schon gehabt. Und zwar mit dem Controller-Video. Das Thema hatten wir vorhin schon, das habe ich vorhin schon angesprochen. Und du sagst, ich habe das seit 2 Monaten, sage ich schon, dass das Controller-Video kommt. Oh je, oh je, ich sollte la langsam aufhören, solche Versprechungen zu machen. Okay, pass auf. Das Controller-Video wird noch dieses Jahr kommen. Das ist versprochen. Ich lege mich jetzt sonst nicht weiter fest auf den Termin, weil sonst kann ich es eh wieder nicht einhalten, so wie ich mich kenne. So, also weiter geht's mit Philippace. Moin Pixel. Du hast einen längeren Text, sehe ich schon. Okay, aber ich werde es das bisschen kürzen. Für den Batman Season Pass hast du ja das letzte Mal gefragt, genau. Der ist ein bisschen teuer mit 40 €, das stimmt, aber du würdest auch warten, falls der irgendwann billiger wird. Ja, ich glaube schon, dass der irgendwann billiger wird, aber nicht zum Start. Das wird noch ein bisschen dauern. Und dann hast du dann noch ein paar Fragen. Und zwar, was hältst du von DLCs, die schon vor dem Release bestätigt werden und dann auch noch teuer sind? Ich finde das eine Unverschämtheit. Allerdings verstehe ich auch nicht die Leute, die deswegen das Hauptspiel stornieren. Okay, weiß schon, ja. DLCs sind fast bei jedem Spiel mit eingeplant. Und das ist einfach deswegen, weil jeder Hersteller da eine sichere Einnahmequelle hat, auch nachdem das Spiel raus ist. Das heißt, das Spiel verkauft sich und dann ein paar Monate später gibt es ein DLC. Das heißt, der Hersteller weiß, ah, er kann nochmal was verkaufen mit demselben Spiel. Das finde ich okay, wenn der DLC genug Umfang hat. Das heißt, wenn da wirklich was Neues geboten wird, wenn neue Maps kommen, neue Charaktere, neue Strecken, was auch immer, je nach Spiel. Eine Frechheit ist es, wenn es zum Beispiel Inhalt ist, der schon auf der Disc mit drauf ist und der nur freigeschaltet wird mit Geld. Das hat Capcom mal ein paar Mal versucht und auch ziemlich verbockt mit ein paar Prügelspielen. Da waren die Kämpfer schon auf der Disc mit drauf, also mit in Installation. Und ihr habt eigentlich nur einen Freischaltcode für Geld gegen Geld bekommen, um das freizuschalten. Das war natürlich das ist eine Frechheit. So. Dann zweitens, wer macht die DLCs? War es nicht irgendwie so, dass der Publisher den Auftrag dafür gibt und auch den Gewinn kassiert? Nein, also bei DLCs, der Spieleentwickler, der das Spiel auch gemacht hat, der macht auch den DLC logischerweise, weil der kennt das Spiel und er weiß, wo er was erweitern muss. Es kann sein, dass der Publisher den Auftrag erteilt, ja. Das kann sein, dass der sagt, oh, hallo Leute, ihr macht nicht nur das Spiel fertig, sondern ihr macht danach gleich noch einen DLC und der soll so und so einen Umfang haben. Das kann sein. Wie gesagt, das ist eben auch so ein wirtschaftliches Denken dahinter, damit sich das lohnt, auch wenn man ein großes Spiel rausbringt, das keine ein paar Jahre Entwicklung hat und das natürlich finanziell ein Risiko. Und deswegen will man das noch ein bisschen sicher mit DLC. Genauso mit diesen. Derselbe Fall ist mit Vorbestellerboni. Damit sichert sich der Hersteller auch schon mal die Einnahmen, weil er weiß, Leute bestellen sich das Spiel vor und das ist schon mal eine sichere Einnahme. Und deshalb gibt es auch irgendwelche Boni, dass die Leute das auch wirklich machen. Kann man auch drüber streiten. Der Flo fragt, wenn man Coins kaufen will,
Auf FIFA. Achso, FIFA-Coins. Muss man immer mit Kreditkarte kaufen oder nicht? Ja, FIFA-Coins, das kommt darauf an, wo du sie kaufst, in welchem Laden. Es gibt ja einige Internetstores, die haben die. Mir fällt jetzt ein, dass MMOGA, also MOGA, da kannst du, glaube ich, auch mit PayPal zahlen und mit ähnlichen Nicht-Kreditkarten-Zahlungsmöglichkeiten. Da kannst du mal gucken. Ja, wie gesagt, das hängt dann daran. Der Sebastian, wirst du dir Formel 1 2015 kaufen? Ja, werde ich. Wenn ja, wirst du ein Let's Play machen? Ja, zumindest ein kurzes Gameplay wird es auf jeden Fall geben. Und ist das Lenkrad, das du auch hast, mit dem Spiel kompatibel? Ja, ich hoffe es. Das heißt, ich erwarte es eigentlich schon, dass es kompatibel ist, weil sonst wäre das echt schade drum. Und wenn es möglich ist, mache ich auch ein Video, wie ich Formel 1 mit Lenkrad spiele. Also so ähnlich wie bei Project Cars, möchte ich zumindest machen. Das allerdings dauert noch bis Juni. Das kommt erst irgendwann im Juni raus, voraussichtlich. So, dann haben wir gleich zweimal den Super nochmal. Und zwar, ich habe mir Call of Duty Black Ops 3 im PSN Store vorbestellt und habe eine E-Mail von Sony erhalten, wo drauf stand, dass der Betrag kurz bevor das Spiel rauskommt, abgebucht wird. Was passiert, wenn kein Guthaben vorhanden ist? In dem Fall wird wahrscheinlich dein Spiel storniert werden als Vorbestellung, weil Sony kann ja das nirgends abbuchen. Es sei denn, du hast deine Kreditkarte hinterlegt, dann wird die einfach damit belastet und du kriegst das Spiel automatisch. Ja, ansonsten kann es nicht mit fehlendem Guthaben kann es dann nicht gehen, sonst. Dann wird meine PS4 beschädigt, wenn ich die Disk in meiner PS4 lasse. Nein, eigentlich nicht. Ich lasse meine Discs auch öfter in der PS4. Allerdings hatte ich jetzt auch schon einen Kumpel, der hatte eine defekte PS3 und der hatte noch eine Disk im Laufwerk. Und das Problem war, die Disk aus dem Laufwerk zu kriegen, weil das Ding defekt war. Und deswegen denke ich mir zwischendurch, vielleicht tue ich die Disk auch zwischendurch mal wieder raus. Dann, und noch eine weitere Frage: Wieso ist die Minecraft-Demo im PSN Store nicht mehr vorhanden? Das ist eine gute Frage. Also Minecraft gibt es ja noch im Store, aber die Demo, echt gibt sie nicht mehr. Das kann schon sein. Es kann überhaupt sein, dass manche Spiele und Demos mal einfach aussortiert werden aus dem PSN Store. Vielleicht weil es auch nicht nötig ist oder Sony das nicht für nötig hält. Ja. Vielleicht sagt auch der Hersteller, dass er sagt, ich ziehe die Demo zurück. Das kann auch sein. Tipp. Noch von dir, du musst mehr Let's Plays machen, dadurch kriegst du auch mehr Klicks. Ja, ich weiß schon. Ich würde auch gerne noch mehr Videos pro Woche machen, aber ich schaff's einfach nicht. Das ist einfach ein Zeitproblem. Ich würde fast am liebsten täglich ein Video raushauen, aber dann würde ich auch mehr Klicks, das würde natürlich mehr Klicks ziehen, aber ich schaff das einfach nicht. So, der Nick meint, ein Watch Dogs Let's Play würde geil sein. Ja, bestimmt, aber Watch Dogs ist schon alt, also ein schon älteres Spiel. Watch Dogs hatte ich auch ein Gameplay-Video und da werde ich auch nichts mehr sonst dazu machen. Naja, das lohnt sich jetzt nicht mehr, weil es nicht mehr aktuell ist. Dann der Itzgaps, also heute sind die Namen schon sehr, sehr abstrus. Hi Pixel, ich verfolge deine Videos schon seit geraumer Zeit und wollte auch mal meinen Beitrag posten. Ich wohne in Italien, aber meine Muttersprache ist Deutsch. Ich habe einen italienischsprachigen Account und einen deutschsprachigen Account. Meine Kreditkarte funktioniert nur auf dem italienischen Account. Klar, weil es eine italienische Kreditkarte ist, klar. Ja, ich möchte mir nun ein Spiel im PlayStation Store kaufen in deutscher Sprache. Kann mir Sachen aber nur auf dem italienischen Account kaufen. Und daher ist die Frage, wenn ich Sachen auf dem italienischen Account kaufe, sind die dann auch in Deutsch? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass bei vielen Spielen dran steht, in welcher Sprache sie sind. Und ich glaube auch, egal wo in Europa, im PlayStation Store ein Spiel kaufst, dann müsste das mehrsprachig sein und damit auch Deutsch. Langsam habe ich hier die Zweifel, dass das PSN hier läuft. Was ist denn hier los? Irgendwas stimmt doch im PSN heute nicht. Also ich bilde mir ein, dass in der Beschreibung im PSN Store hier dran steht, in welchen Sprachen das Spiel gibt. Aber ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher. Und ich kann es ehrlich gesagt jetzt gerade nicht ausprobieren, weil irgendwas hängt hier gerade. Vielleicht muss ich nochmal checken, ob das nicht an meiner Leitung liegt. Naja. Also wenn du es auf Disk kaufst, ist es meistens so, dass es auf jeden Fall multilingual ist, also mehrsprachig. Weiter geht's zum Soul Gamer.
Hey Pixel, ich bin's, der Green Ranger 22. Ah, habe mich in Soulgamer umbenannt. So. Zwei Fragen hast du. Ich bekomme nächste Woche Infamous Second Son. Die Grafik hat mich einfach überzeugt und auch die Story. Ich hoffe, es war kein Fehlkauf. Weißt du, ob es wirklich gut ist? Kostet ja nur noch 40 Euro, weshalb ich es gekauft habe. Ja, ich fand's, Infamous Second Son fand ich eigentlich ganz gut. Ich hab's irgendwann nicht weitergespielt, weil bei mir ist der Funke nicht übergesprungen. Haha, wie passend bei Infamous, Funke übergesprungen. Aber nee, es hat wirklich eine gute Grafik und eigentlich ist es schon cool, mit den Supermächten in dieser Stadt rumzuturnen. Deswegen wirst du ja bestimmt viel Spaß haben damit. Und zweitens, hast du The Thief schon mal gezockt? Ich überlege, ob ich mir das Spiel hole und könntest du eventuell schnell deine Meinung sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ich habe Thief nur verfolgt. Ich habe selber nie gespielt, ganz ehrlich. Aber was ich so gelesen habe, ist es wohl nicht ganz so gut, wie es hätte sein sollen. Das heißt, so wie die früheren Teile. Deswegen habe ich es auch nicht weiter verfolgt. Vielleicht, wenn es mal irgendwann billig gibt, dann werde ich es mir kaufen. Aber ich glaube, so zum Vollpreis würde ich das, glaube ich, auch nicht kaufen. Weiter geht's mit Louis. Was fällt dir neben Call of Duty ein First-Person-Shooter ein, den man mit Splitscreen spielen kann? Also, kann auch abgedreht sein. Okay, also halt ein Shooter, ein Ego-Shooter, wo dann ein Bildschirm mit mehreren Spielern spielen kannst. Und da fällt mir tatsächlich was Abgedrehtes ein, nämlich Borderlands Handsome Collection. Das ist das Remake von Borderlands. Das kannst du, glaube ich, sogar zu viert spielen an einem Bildschirm. Und das ist natürlich genau das Passende. Mr. Copy X mal wieder. Du verdienst mehr Abonnenten, mach weiter so. Und kannst du WWE 2K15 Let's Playen bitte? Nein, ich habe das Spiel gar nicht und das würde ich jetzt auch nicht, einfach deswegen, weil es auch wieder so viel Zeitaufwand ist. Und ich habe ja doch so viele andere Let's Plays, die ich machen will, deswegen leider nein. Der Ken389, hey Pixel, wie findest du Fußballspiele wie FIFA 15 und freust du dich auf F1 2015? Ja, FIFA ist natürlich toll, klaro, ist immer wieder schön mit Kumpels zu zocken. F1 2015, da freue ich mich drauf, das werde ich ja wie gesagt kaufen und dann Gameplayen. Und weiter geht's mit Abisan. Witcher ist ja gar nicht so schlimm, wieso ist das erst ab 18? Ja. Witcher hat schon ziemlich krasse Szenen drin und im Kampf wirst du merken, also gut, du jetzt vielleicht nicht, aber im Kampf gibt es ein paar heftigere Szenen, sprich es rollen mehr Köpfe als jetzt in einem Skyrim. Es ist wirklich brutaler als in Skyrim. Wobei die meiste Zeit ist es harmlos, zu 90 oder zu 95% passiert eh wenig, aber es geht auch darum, wie die Welt dargestellt ist und auch ein paar Ereignisse und wie sich Nebencharaktere verhalten. Das ist schon sehr, sehr, ich sag mal, erwachsen. Also unvernünftig erwachsen, sagen wir mal. So, die Janine. Endlich mal wieder. Kuhu Pixel, hoffentlich geht's dir auch gut. Ja, natürlich geht's mir gut. Hab dein Video von Witcher gesehen, war toll. Bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel kaufen soll. Ist es einfach zu spielen? Was denkst du? Kannst du mir das Spiel empfehlen? Also bei The Witcher 3 gibt es insgesamt vier Schwierigkeitsgrade. Und also von einfach bis schwer. Und da kannst du auf jeden Fall auf einfach spielen, dann kannst du es auf jeden Fall spielen. Das ist eigentlich kein Thema. Das einzige wirkliche Problem sind vielleicht die Kämpfe, die sind ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, wenn du auf einfach spielst, geht's. Und bei den Kämpfen kann ich eh schon sagen, da gibt es ein bestimmtes Muster, mit dem du die meisten Gegner besiegst. Das heißt, du blockst, du weichst aus, das heißt, du schlägst zu. Weichst aus, schlägst zu, weichst aus, dann machst du zwischendurch noch einen Feuerzauber, weichst wieder aus und attackierst wieder. Da musst du ein bisschen einfach nur geduldig sein in den Kämpfen und dann geht's eigentlich schon. Also mir geht's auch so, manchmal bin ich ungeduldig und dann sterbe ich ganz schnell, aber das liegt dann an mir, das merke ich dann. Deswegen, ja, es ist ein erwachsenes Rollenspiel und ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Weiter geht's mit Andrea. Hallo Pixel, ich möchte mir bald eine Xbox One mit GTA 5 holen. Ich kaufe mir nur die Xbox, weil viele Freunde von mir eine Xbox haben. Keine Angst, ich bleibe immer bei PlayStation. Okay. Kann ich meinen GTA Online-Charakter von der PS3 auf die Xbox One übertragen, obwohl mein Charakter von der PS3 schon auf die PS4 übertragen habe? Oder muss ich neu mit GTA Online anfangen? Ich glaube, das geht.
Allerdings nur, wenn dein auf der PS3 dein Account mit dem Rockstar Social Club verbunden ist. Das ist wichtig. Und auf der Xbox One muss auch dein Account mit dem Rockstar Social Club verbunden sein. Und zwar mit demselben Account, also mit demselben Rockstar Social Club Account. Und dann müsste der eigentlich fragen, sobald du die Xbox-Version einlegst, dass dein Charakter von der PS3 da ist, den du übertragen kannst. Müsste gehen. Aber da hat Rockstar auch auf ihrer offiziellen Seite eine Infoseite, wo du das nachschauen kannst. So, dann der Pro-Styler fragt, könntest du mal ein Video zu Minecraft machen? Ja, würde ich gerne. Das ist auch eins auf meiner To-Do-Liste, aber das steht leider auch ein bisschen hinten an, ganz ehrlich. Da nochmal der Datrox. So. Hey, Sir Pixelot, zwei Fragen. Denkst du, es wird ein Gran Turismo mit Splitscreen für die PS4 kommen? Ja, Gran Turismo wird es garantiert kommen. Ob mit Splitscreen? Ich hoffe es. Dann kennst du moderne Hintergründe für die PS4? Diese Frage hatten wir schon zwei oder dreimal. Ich verstehe noch nicht, was du mit modern meinst. Also Hintergründe meinst du wahrscheinlich diese Designs im PSN Store. Und das ist auch das Einzige, was du einstellen kannst auf deiner PS4. Das funktioniert jetzt mal wieder prächtig. Doch, jetzt kommt sogar. Und hier kommen eben auch zwischendurch mal neue Designs, eben wie Mad Max oder Far Cry. Ja, ob das jetzt modern ist oder nicht, ist Ansichtssache. So, und drittens, Moment mal, du hast gesagt, das sind zwei Fragen, das sind insgesamt vier Fragen. Drittens, wenn Leute in den Kommentaren Frage stellen und ich weiß die Antwort sicher, darf ich den Fragestellenden die Antwort geben? Natürlich, dafür ist es ja da, mach das auf jeden Fall. Und viertens, was hältst du von PC-Spielern, die Konsolen schlecht machen? Ja, von denen halte ich dasselbe wie von Konsolenspielern, die den PC schlecht machen. Also, was soll das? Ist doch Bullshit. Ich würde sagen, wir Spieler, wir sollten alle zusammenhalten eigentlich, weil wir haben was uns alles verbindet. Das sind nämlich die Spiele. Und das ist doch egal, ob es auf der Xbox ist, auf einem PC oder auf der PS4. Klar kann man sagen, hey, auf der PS4 ist das und das besser, was er auch ist, manchmal oder oft. Aber ist doch egal. Und deswegen halte ich von PC-Spielen, die Konsolen schlecht machen, eigentlich nichts und sage dazu eigentlich auch nichts mehr. Wir kommen zu den Systemfragen. So, der Sebastian 1992, ich mag deine Videos, du bist der Beste in YouTube. Oh, danke. Habe eine Frage, wie kann ich bei der PS4 Musik hören? Das zeige ich dir, das ist super einfach. Du brauchst nur einen USB-Stick mit deinen MP3s drauf und da machst du auf dem USB-Stick musst du einen Ordner machen, der heißt Music, also auf Englisch Music. Und da schmeißt du deine MP3s rein und dann kannst du die einfach einlegen. So. In deiner PS4. Und dann dauert es ein bisschen, genau. Und dann erscheint der USB-Musikplayer. Und dann kannst du eigentlich das, was hier drauf ist, ich habe jetzt hier nur drei Lieder drauf, einfach anhören. Und das Gute ist, das funktioniert natürlich auch bei den Spielen. Das heißt, du kannst danach ein Spiel starten und dann zocken. Und du kannst auch da über das Schnellmenü, also über den PlayStation-Button, über diesen Musikplayer zugreifen. Ja. So viel dazu. So, dann der Lars. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, wenn diese Frage schon mal drangekommen sein sollte. Das brauchst du nicht entschuldigen, das ist mir egal. Ich kann Dinge auch fünfmal erklären, das macht mir gar nichts aus. Ich weiß, dass man beim Aufnehmen der PS4 einstellen kann, ob man sein Geschwafel vom Headset mit aufnehmen möchte oder nicht. Gilt das auch für das Geschwafel meiner Mitspieler? Ich würde nämlich demnächst gerne ein paar Runden Trials of Osiris in Destiny aufnehmen. Und da dies ein Spielmodus ist, bei dem es aufs Team ankommt, muss man sich ja unterhalten. Ja. Aber ich würde gerne ohne das Gerede aufnehmen. Okay, die Frage ist also, wenn du deinen Chat auch nur aufs Headset legst, also kannst du sagen, nur Chat-Audio auf dein Headset, dann müsste es gehen. Es kommt immer drauf an, es kommt aufs Spiel auch an. Wenn nämlich deine Mitspieler mit auf dem TV, also auf dem Gesamtaudio zu hören sind, also im Fernseher, dann ist es auf jeden Fall wird es mit aufgenommen. Allerdings, wenn du diesen Chat umlegen kannst, eben nur auf Headset und nicht auf Fernseher, dann müsste es gehen. Ich hoffe, du weißt, wie ich meine. So. Und der Andreas stellt fest, genauso wie der Stan, dass YouTube funktioniert. Wir hatten ja beim letzten Mal das Problem, dass irgendjemand behauptet dass YouTube nicht mehr geht. Und tatsächlich funktioniert, hat es bei mir auch nicht funktioniert. Die YouTube-App geht aber wieder. Also bei mir jetzt auch. Ich weiß auch nicht, was da los war. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall läuft wieder alles normal.
Rap TV, Pixel Connect, wie kann ich meine PlayStation 4 offline stellen? Ich will nicht, dass jeder mich sofort online sieht, wenn ich online bin. Ja, das geht nicht. Du kannst, wenn du online gehst, bist du auch online sichtbar. Das kannst du nicht abstellen. Du kannst eben nur offline gehen, indem du sagst, eben bei Einstellungen, Einstellungen, Netzwerk. Und da kannst du eben sagen, mit Internet verbinden, das kannst du wegmachen, dann bist du offline. Aber wenn dich diese ganzen Meldungen stören, mit Einladungen und so, das habe ich ja gerade eben gezeigt, dann kannst du bei Mitteilungen einstellen, was du hier sehen willst. Also du kannst eben alles abschalten, ob jetzt hier Nachrichten kommen oder Aktivitäten oder eben Party und Einladungen. Das kannst du alles abschalten. Der Espanol. Kannst du mir den Ruhemodus erklären? Und wie lange kann man mit der PS4 im wie lange kann man die PS4 im Ruhemodus lassen? Und Ruhemodus ist im Grunde der Energiesparmodus der PS4. Den aktivierst du einfach, indem du die PS4 hier ausschaltest kurz. Oder über das Schnellmenü hier, über Ruhemodus wechseln, in Ruhemodus wechseln. Ja, und du kommst eben schnell wieder ins System oder die PS4 startet viel schneller. Und wenn du es eingestellt hast, kannst du auch ein Spiel einfrieren an dieser Stelle, die PS4 in Ruhemodus versetzen und kannst danach genau an derselben Stelle wieder einsteigen. Das ist kurz der Ruhemodus erklärt. Und deine zweite Frage, kann man PS4 mit Handy streamen? Da verstehe ich nicht, was du genau meinst. Du kannst mit der PS4 an sich streamen über die Share-Taste. Wenn ein Spiel läuft, kannst du einfach die Share-Taste nehmen und kannst damit streamen. Du kannst natürlich dein PS4-Bild mit dem Handy aufnehmen und das streamen, aber das sieht auch irgendwie nicht wirklich professionell aus. Deshalb würde ich es lieber über die Share-Taste über die PS4 machen. Und wenn ich die YouTube-App starte, dann ist es nicht Vollbild. Das ist komisch. Weil eigentlich du hast in der YouTube-App, hier sind wir, in der YouTube-App hast du ja ganz normal, kannst du die Videos anzeigen lassen und eigentlich gibt es da auch eine Taste, ich weiß jetzt nicht mehr welche, da kannst du auf Vollbild schalten, das geht auf jeden Fall. Das dauert jetzt ein bisschen. Ah, inzwischen machen wir schnell die Frage von Luis. Sei gegrüßt zur Pixel Lord. Ich habe ja auch das Problem mit den Tipps. Eben die Tippsmeldungen, die am Anfang angezeigt werden. Ja, wie kann man die wegmachen? Oh verdammt, was ist denn hier schon wieder los? Meine YouTube-App geht schon wieder mal nicht. Ah, das ist ja mega. Das ist verrückt. Letztes Mal war die Nummer 13 und ich habe echt befürchtet, bei Nummer 13 wird alles schief gehen, ja? Und was war? Alles hat funktioniert, alles war wunderbar, wie am Schnürchen. Jetzt ist Nummer 14 und was läuft? Nichts funktioniert hier. Ein riesen Scheiß ist das. Okay. Es gibt auf jeden Fall, also zunächst mal in YouTube gibt es auf jeden Fall eine Taste, ich weiß nicht, ob es Viereck ist oder irgendeine, die wird aber angezeigt, dass du das in Vollbildmodus zoomen kannst. Und bei den Tipps, bei den Power-Optionen, beim Einschalten kommen diese Power-Tipps, da weiß ich immer noch keine Lösung, das hatte ich mal weg, aber das geht inzwischen, kommen bei mir die auch wieder, aber nicht bei jedem Mal, sondern zwischendurch nur. Vielleicht wird es noch gepatcht. Weiter geht's mit Street Dragons Longboarding. Hallo Sir Pixel, ich hatte die Frage unter der Folge schon einmal gestellt. Ah, ist es auf der PS4 möglich, dass man für zwei Controller jeweils ein Profil hat? Also wenn ich jetzt mit meiner Frau zusammen Call of Duty spielen will, ja, dass ich mein Profil benutze und meine Frau als Spieler 2 ihren, okay. Genau, wegen Leveln. Okay. Das geht schon. Und zwar ist es einfach so, du musst allerdings hier zwei auf deiner PS4 einfach schon mal zwei Profile anlegen. Eben einmal für dich und einmal für deine Frau. Und wenn sich jetzt derjenige einloggt, eben mit dem zweiten Controller zum Beispiel, dann muss derjenige sagen, dass er eben nicht das Hauptprofil ist, sondern eben das andere Profil. Das machen wir jetzt hier so einfach mal. Und schon, ja, wechselt jetzt natürlich die Oberfläche, einfach deswegen, weil es Voreinstellung ist für das entsprechende Profil. Aber im Grunde haben jetzt beide Controller ihr Profil. Und du kannst auch hin und her schalten damit. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Call of Duty tatsächlich beide Profile speichert. Oder ob es bei Call of Duty so ist, dass du einen Hauptaccount hast und jemand, der als Gast mitspielt. Das weiß ich jetzt nicht. Das liegt aber am Spiel, nicht am System. Aber du kannst grundsätzlich beiden Controllern zwei Profile zuteilen. Das geht. Der Anton. Der hat auch das Problem mit der YouTube-App im Fullscreen. Wie gesagt, ich kann es gerade nicht ausprobieren, aber probier mal. Mit irgendeiner Taste müsste es gehen.
Dann kommen wir zum Kevin. Hi Pixel Connect, wie viele Spiele kann man maximal auf dem Startbildschirm der PS4 haben? Genau, weil ich sehe, dass ganz viele Spiele auf dem Startbildschirm zu sehen sind. Wenn ich aber mehrere Spiele installiere, werden sie automatisch in die Bibliothek hinzugefügt. Genau, kann man das ändern? Das kann man ändern, und zwar ist es so, dass es ja hier eine Begrenzung ist. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, das sind hier 15, ich glaube 15 Punkte, ich habe es nicht gezählt. Und alles Überzählige landet hier in der Bibliothek. Das kannst du allerdings einstellen. Das sagt auch Philippace, und zwar Einstellungen System. Und da schauen wir gleich mal nach, ob du da recht hast. Genau, Anzahl der Inhaltsobjekte auf dem Homebildschirm begrenzen. Wenn du das wegwählst, dann wird alles angezeigt, was du hast. Also hier ist dann die komplette Liste an Zeug, was hier auf der Platte liegt. Oder eben, es wird eben begrenzt auf, ich glaube, 15 Icons. So, Stress Kids. Hallo Pixel. Angenommen, ich lade im Mai keine PS Plus Inhalte runter, kann ich diese Spiele zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel Oktober, laden oder sind die dann nicht mehr verfügbar? Die sind schon noch verfügbar, aber sie kosten dann Geld, was du, aber ich weiß schon, was du meinst. Wenn du siehst, dass eben zum Beispiel jetzt im Mai ein Spiel ist, das du haben willst, vielleicht, kauf es dir auf jeden Fall. Du musst es gar nicht runterladen, sondern du musst es nur kaufen, das geht. Und wie ich das jetzt hier schon sehe, wird das hier wahrscheinlich schon wieder nicht funktionieren. Aber es ist so, du, wenn du bei Spielen gibt es inzwischen den Menüpunkt nur kaufen und nicht laden. Den musst du machen. Wenn du die PlayStation Plus Spiele vom letzten Monat verpasst hast, dann hast du leider Pech gehabt. Also die sind dann, die kosten dann Geld und dann ist es leider nicht mehr da. Der Danny. Ich hätte eine kurze Frage, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Und zwar würde ich gerne MaxDome live empfangen. Hä? Moment mal. Ah, okay. Ich bin aus der Schweiz. Sie haben gesagt, dass es in der Schweiz nicht empfangen kann. Könntest du mir weiterhelfen? Ich habe auch in Deutschland angerufen und haben mir dasselbe gesagt. Ja, das stimmt. MaxDome gibt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt in Österreich gibt. Es gibt es auf jeden Fall in Deutschland, aber nicht in der Schweiz. Ich glaube, in der Schweiz gibt es auch kein Watch Ever und kein Amazon Instant Video, glaube ich. Und da kannst du eigentlich fast nichts machen. Es gibt noch einen Trick, den du benutzen kannst. Das ist über VPN-Tunneling, das heißt, dass du vorgibst, du bist aus Deutschland. Ich weiß nicht, das ist rechtlich eine Grauzone, aber da kannst du mal googeln danach nach der Abkürzung VPN. Damit kannst du eben vorgeben, dass du in Deutschland ansässig bist. Der Grund dafür ist übrigens ist die Rechteverwertung, das heißt die Rechte. Das heißt, sagen wir mal so, dass MaxDome zum Beispiel die Rechte hat, eine Serie auszustrahlen, aber nur in Deutschland, nur pro Land. Und dann müssen wir für die Schweiz und für Österreich und so weiter extra Rechte erwerben. Und das machen sie vielleicht nicht, weil sie das noch nicht lohnt oder weil sie einfach erstmal beschäftigt sind, dass überhaupt in Deutschland, dass es überhaupt sich rentiert. Das ist der Hintergrund. So, wir kommen zu den PSN-Fragen. Der Chris fragt, ich kann keine Sachen mehr downloaden. Das ging alles. Jetzt steht nach jedem Versuch runterladen nicht möglich. Hab schon jede Vorschläge von Sony ausprobiert, hat aber nichts geklappt. Ja, an deiner Stelle würde ich zunächst mal an einer anderen Uhrzeit und an einem anderen Tag herunterladen. Einfach deswegen, weil das PSN zu bestimmten Zeiten einfach völlig überlastet ist und dann geht es einfach nicht. Was auch noch geht, ist, wenn das angezeigt wird, herunterladen nicht möglich, dass du das Spiel löschst und danach nochmal neu runterlädst. Der Plakic oder Plakic. Plakic? Ich weiß es nicht. Ich wollte GTA auf PS3 zocken. Ich melde mich automatisch an, aber es ging nicht. Ich ging zum Anmelden-Button, aber da steht Passwort ungültig. Es wurde an meine Mail verschickt, aber diese Mail habe ich nur auf PSN. Ich weiß nicht, wo die angekommen ist. Das glaube ich nicht. Du hast eine E-Mail-Adresse, die ist nicht auf PSN, sondern du hast eine E-Mail-Adresse wie bei Hotmail oder bei GMX oder sonst wo bei irgendeinem Anbieter. Und da musst du checken, was für ein Passwort da angekommen ist. Und nur darüber kannst du auch dein PSN zurücksetzen, wie du auch schreibst. Ja, okay, klar, sonst ist dein Account weg. Aber du musst da wissen, was für eine E-Mail-Adresse du bei deinem Account angegeben hast. Und da musst du natürlich auch eine Möglichkeit haben, deine E-Mail-Adresse abzurufen. Also deine E-Mails und deine E-Mail-Adresse, sonst macht es auch keinen Sinn. Und darüber kriegst du eben auch diese Hinweise für das Passwort, beziehungsweise wie du es zurücksetzt. Der Lukas,
Ich habe eine Frage und habe Probleme mit den Lizenzen von heruntergeladenen Spielen. Habe ich auch schon Lizenzwiederherstellung gemacht, geht aber trotzdem nicht. Kann es daran liegen, dass mein Freund einen meinen Account bei sich als Primär eingestellt hat und ich mit ihm Season Pass von Advanced Warfare geshared habe? Wenn ja, dann ging es die ganze Zeit davor und auf einmal nicht mehr. Hoffe, du kannst mir helfen. Also ich würde mal sagen, dein Freund sollte das System, den Account von dir erstmal nicht auf Primär stellen und du stellst deinen auf Primär. Das ist mal das Wichtige. Und dann probier das Ganze nochmal. Oder beziehungsweise mach dann die Lizenzwiederherstellung und dann müsste es wieder gehen. Dieses Sharing von Inhalten über dieses, ja, über PS Plus Sharing, das hat eben ein paar Haken. Das ist eben das Problem dran, eben, weil das ja eigentlich offiziell nicht so ist, so gedacht ist, dass es funktioniert eigentlich, blöd gesagt. Sondern es ist eigentlich nur für einen gedacht, das PS Plus, und nicht für zwei Leute, wie es ja eigentlich viele machen. Ja, aber wie gesagt, probier das mit eben mehr auf Primär zu stellen, bei dir und beim Freund ab, das Ganze abzustellen. Zumindest kurzzeitig. Der Andreas, ich liebe deine Community, das ist geil, sehr gut, das gefällt mir. Und ich habe gleich zwei Fragen. Eigentlich sollte mein PS Plus Abo am 15. Mai auslaufen, jetzt hat sich's aber automatisch verlängert. Wie geht das? Und weil ich habe keine Kreditkarten oder Guthaben auf dem Account. Das ist komisch, weil das ist voreingestellt eigentlich, dass das PS Plus sich verlängert, das ist automatisch eingestellt. Es sei denn, du änderst das in den Einstellungen, da kannst du dann sagen, nein, es soll nicht verlängert werden. Aber normalerweise, wenn es verlängert wird, wird entweder deine Kreditkarte belastet, wenn du eine hinterlegt hast, oder dein Guthaben wird abgezogen. Aber wenn beides nicht ist, würde ich sagen, dass irgendwie jeden Tag das sein kann, dass es bei dir plötzlich das PS Plus weg ist. Dann, zweite Frage, meine PS4 und die meines Freundes hat manchmal eine sehr schlechte Downloadrate. Warum ist das so? Ja, das habe ich auch schon erklärt. Zu bestimmten Zeiten ist das PSN einfach völlig ausgelastet. Am besten ist es unter der Woche, untertags, wenn gerade Schule ist, dann ist irgendwie kaum einer online und da habe ich auch eine gute Downloadrate normalerweise. Aber am Wochenende zum Beispiel ist es relativ schlecht. Das ist normal. Dann der Super. Oh, mein PS Plus sollte am 16. Mai ablaufen. Das hat sich einfach verlängert. Genau, das hatten wir gerade. Genau dasselbe wie der Andreas. Ja, ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, es müsste eigentlich jeden Moment ablaufen bei dir. Denn, und als letztes haben wir den Sebastian. Hallo, Pex, Herr Pixel. PlayStation Plus ist doch für Online-Zocken und. Ich hatte mir doch schon mal oben mit einem Kommentar, habe ich dich jetzt doppelt kopiert. Macht da nichts. Ja, aber PlayStation Plus ist fürs Online-Zocken. Das heißt, wenn du online spielen willst, Call of Duty, was auch immer, oder GTA, brauchst du PlayStation Plus, eben das Abo, das kostet eben Geld, ist leider so. Es sei denn, du hast einen Kumpel, der auch PlayStation Plus hat und das mit dir sharen will. Dazu gibt es aber ein Video auf dem Kanal, wo ich das erkläre, eben wie funktioniert PlayStation Plus und wie funktioniert PlayStation Plus Sharing. Und dann hast du noch eine Frage. Ich habe gehört, dass jeden Monat auf PS4 immer teurer. Ich verstehe die Frage schon mal nicht, weil ich nehme an, dass du meinst, dass jeder Monat teurer wird auf der PS4. Eigentlich nicht. Also wenn du einmal PlayStation Plus hast, dann kostet das eben monatlich Geld, aber das verteuert sich nicht. Das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel eben deine Mitgliedschaft einen Monat ist 6,99, das ist eigentlich ein schlechter Deal. Bester Deal ist eigentlich schon 12 Monate für 49,99, dann hast du eben 12 Monate ausgesorgt fürs Online-Zocken. Das war die letzte Frage und wir haben heute die fette Überlänge. Ich dachte heute, ganz ehrlich, ich dachte mir heute noch am Anfang, ah, das wird heute bestimmt eine kürzere Folge. Ja, von wegen. Ja, wir haben jetzt fast eine mit fast Rekordlänge, bestimmt eine Folge, die 14er diesmal. Aber macht ja nichts, ist ja egal. Schön, wenn ihr auf jeden Fall dran geblieben seid. Zuletzt noch der Hinweis natürlich: pixelconnect.de/Forum. Das habe ich heute noch gar nicht erwähnt. Da gibt es ein Forum mit einer ziemlich geilen Community, nämlich viele freundliche Leute, die auch hier unterwegs sind. Pixelconnect gibt es auf Facebook: facebook.com/pixelcon. Und natürlich, wenn euch das Ganze gefällt, vergesst nicht, dass ihr könnt das Ganze natürlich abonnieren, die Videos, und dann verpasst ihr auch keine Folge. Und damit sind wir am Ende und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, bis dahin.